Hallo und guten Abend und willkommen zur Analyse vom Nasdaq. Für Donnerstag, den 6.05.2021. Wir befinden uns in der Chartstellung GFD Bank. Eine Kerze entspricht 5 Minuten. Und wir bauen ja auf von vorgestern meiner Prognose, wo ich gesagt habe, okay, wenn wir hier ausbrechen, wir machen das einfach mal. Wenn wir hier den Impuls haben, wir haben hier eine 1, 2, 3, 4, 5, warum sollen wir nicht mal drauf spekulieren, dass das eine 1 ist, das ist eine 2 und das ist eine 1 von der 3. Und wir spekulieren drauf, wenn er hier drunter kommt, dass wir in die 3 der 3 kommen. Und er macht hier eine heftige Bewegung durch diesen Trigger. Pistelt hier noch ein bisschen zur Seite und dann zieht er durch. Und er bleibt erst stehen bei unserer Triggerlinie, die wir schon seit Anno Dazumal halten, durch die Tiefs vom 25.03. und das Tief vom 5.03. Das ist unsere Triggerlinie, die hält ihn vorerst auf. Aber wenn man sich das Ganze mal übergeordnet anguckt, dann bekommt der Schlagseite. Zwar sind wir hier noch nicht drüber, aber er ist, wenn man sich das Ganze irgendwo anschaut, er fängt an und kippt nach rechts und könnte hier unten drunter durchkippen. Interessant wird das vor allem, wenn er hier nachhaltig drunter gehen sollte. Also sprich, im Moment ist er nicht durch. Im Moment ist das auch korrektiv hier. A, B, C möglicherweise. Kommt hier möglicherweise nochmal runter. Also hier so hin. Und dann kommt drauf an, was er macht. In dem Moment, wo er anfängt und geht hier. Und kreuzt diesen Bereich. Ist diese Bewegung nach hier unten hinüber. Das ist das, was heute der DAX gemacht hat. Dann wird das Ding als 3 disqualifiziert. Was jetzt irgendwo dann dadurch führen kann, dass er hier eine Endbewegung kriegt. Dann hat er irgendwo, selbst wenn er hier durchbricht, endet die Bewegung wahrscheinlich hier. Also sprich. Was dann hier runtergegangen ist, das eine 1, 2, 3, 4 und das wäre dann die 5 und dann kommt irgendwas Neues. Entweder seitlich, hoch, quer, keine Ahnung. Dieser Strang wäre dann hier beendet. Vor allen Dingen würde man das Ganze sehen oder es würde wahrscheinlich werden, wenn hier diese Linie fällt. Also sprich, wenn wir hier die Hochs miteinander verbinden. Die wir hier haben, das würde eben ein Zeichen dafür sein, dass wir diesen Impuls beendet haben. Also sprich hier wirklich, das sieht halt aus wie eine 3, deswegen war das ja Spekulation 3 in 3, wobei die 3, ja, mit viel Fantasie ist das ein Impuls. Theoretisch ist ja keiner. Also sprich, es kann sein, dass wir einfach hier eine laufende Korrektur haben, irgendwas. Die dann eben im Ganzen korrektiv ist, also sprich, dass sich hier so hinbewegt. Hat auf jeden Fall funktioniert, ging ziemlich gut. Ich bin auch hier irgendwo, weil er die Nacht diese Bewegung gemacht hat, erst den nächsten Tag hier reingegangen. DAX ist ja parallel abgeschmiert da. Und ganz wichtig, er kommt eben nicht so hoch wie der DAX, weil der DAX nimmt dieses Tief oder dieses Tief und schneidet das. Und macht diese Bewegung zu Ende. Er kommt hier nicht hoch und hat dadurch immer noch die Möglichkeit, hier nochmal ein Tief zu machen, wo er gerade dran arbeitet. Und dabei würde er wahrscheinlich diese Trendlinie mitnehmen. Möglicherweise versuchen die den sogar hier drunter zu schicken, um eben die Bewegung möglicherweise im Ganzen. Das habe ich schon wieder möglicherweise gesagt. Also, wenn er irgendwo die 13.000, was haben wir hier? 296.
Das ist so eine Make-or-Break-Linie. Er hat das rumgedreht beim DAX gemacht. Also sprich, dass hier irgendwo A, B, C am Ende möglicherweise nur dasteht, statt 1, 2, 3, 4, 5 hier oben raus. Könnte das am Ende ein ABC sein. Bedeutet, wir kriegen dann das, was ich schon seit ein paar Wochen immer wieder erzähle. Weil das könnte eben auch die 5 gewesen sein. Das sehen wir dann. Also hier ist der Trigger, wenn die Bewegung beendet wird. Hier ist nochmal ein schöner Ausbruch. Kommt der hier drunter, beziehungsweise kommt der hier raus dauerhaft. Was man bei sowas auch immer machen kann, wobei ja das die Nachtwende möglicherweise macht. Der Markt, auch der Nasdaq, sucht sich immer wieder irgendwelche Linien. Also sprich sowas hier. Das heißt, der Bruch dieser Linie würde bedeuten, dass der Markt eben nach unten weiterzieht. Und in diesem Fall würde er nach unten weiterziehen, die Trendlinie nehmen und die Möglichkeit besteht auch, dass er das Tief nimmt und dann bekommt man hier Geschwindigkeit rein, weil er sich dann nach und nach eben die immer schneller wird. Also sprich, er holt sich dann hier überall die Absicherung und eben neue Einstiege. Gleiches Spiel ist hier. Also sprich, irgendwo, ich habe hier ein Tief. Und dann habe ich hier ein Tief, bei dem er hochgeht. Und in dem Moment, wo er es unterschreitet, und hier meistens macht er nochmal ein Pushback, dann kommt er zumindest in dem Bereich, ist dann noch die nächste Eröffnung. Also sprich, man kann das auch eins tiefer legen. Kommt der hier wieder durch und dann kommt die Geschwindigkeit rein. Man kann das auch hier nach oben legen. Ja. Also es ist immer irgendwo meistens ein Trend oder eine Linie oder eine Richtung, nach dessen Überschreitung er in irgendeine Richtung Bewegung kriegt. Hier gerade wenn er so Trendlinien hat, die er mehrfach bestätigt, ne, bestätigt, bestätigt, bestätigt. Und dann geht er durch, läuft hier nochmal hin und dann geht er erst runter. Also sprich, der Nasdaq ist auch schön linienlastig. Er macht das, was der Dow Jones nicht macht. Ziemlich genau Linienanlauf. So, damit wäre es das auch schon für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen guten Handelstag morgen und wir schauen mal, wie sich das morgen entwickelt. Wenn es irgendwo interessant wird, würde ich morgen Abend wieder posten. Ansonsten wahrscheinlich übermorgen. Einen schönen Abend noch. Auf Wiederhören.